Hallo meine lieben YouTubis, Pferdefreunde und Gespannfahrer oder angehende Gespannfahrer, herzlich willkommen. Ich habe immer noch hier den Gysi zum Assistenten hier, meinen Kleinen. Und es geht noch einmal um das Thema der korrekte Sitz des Fahrzaums. Ich hatte ja im letzten Video schon angesprochen, was man bei den Blendklappen beachten soll, damit sich das Pferd wohlfühlt. Es geht wieder um ein Wohlfühlthema, wo viele nicht drauf achten oder wo ganz selten drauf geachtet wird, was also auch nicht nur für den Fahrzaum gilt, sondern auch für jede Reittrense, ist, dass hier hinter den Ohren der Fahrzaum nicht direkt an den Ohren dran sitzt. Das ist gerade bei kleinen Pferden, so wie hier so meine Mini-Chattis, ist das ganz, ganz schnell, dass der gegen die Ohren drückt, da sind sie empfindlich und dass er einfach nicht genug Platz ist, weil das Leder muss natürlich auch irgendwie eine gewisse Dicke haben oder der Zaum. Und ich habe das jetzt hier bei diesem, mein Mini-Chatty-Fahrzeug auch machen lassen müssen. Die waren also hier sonst ganz glatt im Genickriemen und ich musste im nachträglich noch das ausschneiden lassen vom Sattler. Ich zeige euch das gleich nochmal. Also man sieht hier vielleicht schon vom Weiten, ich musste hier einen Ausschnitt machen lassen. Das sieht nicht so toll aus, aber wichtiger ist, dass es fürs Pferd gut ist. Und ich mache das jetzt mal ab, dann zeige ich euch das auch nochmal im Detail, wie das aussieht. So, komm mal her. Auch das Gebiss immer aus dem Maul abnehmen, damit das nicht gegen die Zähne knallt. So, und ich zeige euch das jetzt mal hier von der Seite. Da sieht man, da ist ein Ausschnitt. Das hat mir der Sattler rausgeschnitten. Das ist ein Maßgeschirr, das hätte ich auch von vornherein machen lassen können. Dann wäre es vielleicht noch ein bisschen schöner gewesen. Aber das kann man also vom Sattler oder Schuster in jeder Zeit machen lassen. Oder mit einem scharfen Messer auch selber machen. Aber das habe ich mich damals irgendwie nicht getraut. Von oben sieht das dann so aus. Und das finde ich ist ganz, ganz wichtig, die Ohrenfreiheit. Das gilt auch für jeden, für jede Reittrense. Es gibt ja auch Reittrensen, die oben auch ausgeschnitten sind. Gibt es ja auch. Und ansonsten, wenn es irgendwas weicheres Material ist, da ist es vielleicht nicht so schlimm. Aber ganz, ganz wichtig, dass auch da keine Scheuerstellen, keine Druckstellen entstehen, weil das ist den Pferden unangenehm. Und unsere Pferde sind unsere Freunde und wir möchten keine Schmerzen beim Fahren und die möchten keine Schmerzen beim Fahren. Wir wollen alle unseren Spaß haben, inklusive der Pferde. Und das war es jetzt zu diesem Thema. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Daumen nach oben, wenn ja. Wenn nein, Daumen nach unten. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Stellt Fragen, abonniert meinen Kanal, schreibt Kommentare. Und teilt das Video, habe ich schon gesagt, ich glaube nicht. Und drückt das Glöckchen, wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt von uns. Ne? Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Go vegan und Namaste. Tschüss, meine Freunde.